heute gut verstehen kann. So, dann machen wir mal jetzt. Ich starte die Aufnahme. Jetzt noch habe ich aber irgendwie Blackscreen. Ja, bei mir gerade auch. Ja, okay, ach, bei mir, so, bei mir hat das jetzt? Genau. So. So, bei mir haben die alle, jetzt kommen sie alle rein. Genau. Mach mal gerade die Cam weg. Mal gucken. Matador Alistair, Muay Thai Lee Sin, Frostblade Irelia, Beast Hunter Sejuani, Omega Squad Teemo, TPA, Oriana und, keine Ahnung, Baumu ist bei mir noch nicht connected. Und ich glaube, du musst dein Bildschirm ein bisschen verschieben. Ja, das, ich hab die Cam, mache ich für den Ladescreen ja gerade mal aus. Oder habe ich schon gerade. So, bei mir hat Legend of Steel noch keine Verbindung. Ja, bei mir auch nicht. Okay. Und der Genji hat bei mir auch noch nicht fertig geladen. Ach, das ist der Ezreal. Okay, der hat keine Skin drin. Super. Ja, ach, jetzt haben wir. Okay. Dann, ja. Wir können uns ja aufteilen. Der eine beobachtet das eine Team und der andere das andere. Nee, wir bleiben einfach auf dieser Regisseur-Kamera. Dann sehen wir beide das Gleiche und können beide über das Gleiche ablästern. Das ist eine sehr gute Idee, mein junger Padawan. Wenn einer von uns irgendwo hingeht, dann sagt er dem anderen Bescheid, damit wir uns das da angucken können. Wir achten einfach ein wenig mit auf die Minimap. Ja, genau. So, und die Info, die mir mein kleiner Bruder eben noch gegeben hat, immer schön Kommentare über die Wards ablassen. Das mögen Leute. So, los geht es. Tipps zum Anschauen eines Spiels. Halt die Schnauze. The game has been paused. Das Spiel wurde pausiert. Pausiert. Was? Fängt ja schon gut an. Heißt das, die haben das Spiel eben pausiert oder was? Ich weiß es nicht. Ah, du beobachtest Team Rot, ich beobachte... Hä? Nee. Und Rot ist schon wie wild am Pingen? Ein bisschen kleiner machen hier? Was denn? Oberfläche, Anzeigeskalierung. Ich lass das Dorf, ja, mir ist das egal. Ja, mir aber nicht so. Ach, du meinst die Regisseur... Moment. Directed Kamera meinst du, ne? Nee, ich meine hier die ganzen Sachen. Habe ich gerade... Nein, ich meine hier... Toggle Directed Camera, machen wir einfach mal an. Das wird immer per Zufall dann ausgewählt, ne? Also ich bin momentan bei Alistair. Ja, nicht per Zufall, sondern da, wo das Spiel mal passiert am meisten. So, wir haben hier unten so Team Blau. Ja. Team Rot ist sich gerade an deren Blubuff versammeln. Team Rot ist. Ja, Team Rot safe den Blubuff. Ja. Mit dem Scheiß auf Peace. Ach, ich muss den Chat, glaube ich, mal ein bisschen. Wo kann ich denn jetzt Chat? Ich würde den ein bisschen. Ich schieb den einfach hier so. Ja, das ist jetzt schwer, wenn man ich den. Ich war gerade am gucken, wie ich den machen kann. Ja, ich überlege gerade auch, weil das. So, das erstmal ganz klein. Setz dich in Chat hin. Ich glaube, ich setze ihn so mittig. Über die Zeitleiste. Das ist, glaube ich, gut. Ich lass den All-Chat dann einfach nur, weil das ist so. Ja, ist doch lustig. So, in der Mitte geht's schon, sag ich mal, zur Sache. Ja, die macht. Ja, ich bin gerade hier noch am Einstellen. Ja, Scheiße. Team Rot macht gerade den Gronk, oder wie der heißt, den Frosch da. Ich weiß nicht, wie der heißt. Was? Moment, hier, Toadstool. Fuck this shit. So, Botlane. Ja, gut, jetzt können wir natürlich am Anfang noch nicht viel sagen. Es wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ja, lass uns erstmal laufen. Genau. Wir achten so ein bisschen auf die Minimap. Machen wir Fog of War an? Also ich lasse den Fog of War an. Und dann ein bisschen, ja. Switch einfach mal so ein bisschen die Lanes durch und wenn was Interessantes passiert, sage ich es dir. Ja. Im Moment haben wir noch nicht viel. Wir haben erstmal wird natürlich hier schön rumgefarmt. Ja. Ich mach bei mir mal die Minimap kleiner. So. Ah, Mann. So, deren Sejuani geht wahrscheinlich zu deren Red Buff, so wie es aussieht. Ja. Sieht ein bisschen aus. Der war schon beim. Der hat beim Red Buff angefangen. Ja. Ich glaube, Annie hat in der Mitte gerade den Farm-Vorteil, oder? Steht. So, ich hau hier erstmal. 8 zu 13, ja. Ich würde sagen, Mitte. Also, die Annie wird die Orianna outfarmen. Geh ich mal von aus. Wie sieht es beim ADC aus? Das sieht noch. Oh. Ah, ich kann das noch ausblenden. Läuft. Ich kann ja auch. Kann man nicht hier irgendwas. Ich muss mich auch. Ich habe diesen Spectator-Modus einmal benutzt erst. Ja. Dem. Oh, da wollte, glaube ich, die C-Drone in die Mitte gehen. Oh, das können wir. Oder? Ne, die geht wieder weg. Alles klar. Schon gepinkt, dass Gegner miss sind. Weil die C-Drone will anscheinend zum Blue Buff. Nehme das hier 4 auf 4 aus, hast du gesagt, ne? Ich lasse den an.
Ah, für welches Team denn? Das gilt für alle. Ach, ja, das muss ich halt jetzt umstellen. So, wir sehen ja gerade schön viel. Weil ist, also ich sehe, ich sehe jetzt so wie die das hier, oh, Toplane könnte in Gang kommen. Aber Irelia hat rechtzeitig reagiert. Welche Elo ist Luke? Luke ist, glaube ich, weißt du das? Luke ist Platin, glaube ich. TSM Luke Platin, ich meine Little Angry Boy Platin, Mimikyu war Bronze, Alpha Series Gold, Changey Gold. Jo, ansonsten könnt ihr euch das, glaube ich, auch geben, oder? Man kann das doch nachgucken. Ich weiß es gerade nicht. Bin mir auch nicht so sicher. Sieht in der Mitte aus, da sieht es noch einigermaßen aus. So. Pff, noch ist da, noch kann man halt eben nicht viel nicht sagen. Ist irgendwie gerade erstmal. Ja, erstmal. Aber, Mitte geht's da jetzt ab, komm. Na, aber Toplane hat anscheinend Probleme. Oh, Toplane. Ja, Toplane wird gegankt. Wir sehen. Irelia wird gegankt. Aber die kriegen die nicht. Wir machen ja noch zu wenig Schaden. Dafür machen die noch zu wenig Schaden. Aber wie sieht es Mitte aus? Mitte sieht gut aus. Geht. Hat kein Mana. Das war knapp. Und jetzt kommt. Oben hat verkackt. Ja. Botlane sieht. Ich würde sagen, Botlane wird die Lane dominieren. Ja. Bot gewinnt blau. Bot gewinnt Top blau. Toplane könnte. Ja, Mitte ist noch ziemlich ausgeglichen. Toplane hat Teemo jetzt schon einen kleinen Vorteil. Auch wenn sich Irelia da zurückportet, schon damit er schneller wieder da ist. Damit sie schneller wieder da ist. Ja. Spätestens auf Stufe 6 dürfte aber Irelia gegen Teemo gewinnen. Sehen wir dann. Aber, Nein, da kommt der Helikopter, auf der Toplane. Caitlyn hat schon ziemlich starke Farm, wenn man mal guckt. Ja. Kann ich hier auch die Leute vertauschen? Warte mal. Wir haben. Ist noch ganz unten, haben wir uns. Ah, doch. Ja, Mitte ist ja. Ja, Mitte ist wirklich ausgeglichen. Mitte macht momentan einfach nur Kuhfarm. So. Man sieht auf die unterschiedlichen Spielstile der Supporter. Hier der Bart mit noch 0 und der Alistar schon mit 7. Das hängt einfach mit dem Relic-Schild zusammen. Richtig. Das ist ja das, was ich meine, verschiedene Spielstile. So, erstmal hier die Leute. Nee, jetzt haben wir die Leute sortiert. So. Ja, jetzt cool. Also wie gesagt, Annie macht momentan Kuhfarming in der Mitte. Hat sogar vom Farmen wieder eingeholt. Ich weiß nicht, ob Caitlyn Bronze ist. Die pingen da momentan alle für Hilfe, ey. Ich glaube nicht. Die Roten? Ja. Ich hab grad nicht aufgepasst, ja. Ja. Ah, die Sejuani macht wieder den Käfer und deren Lee Sin macht gerade gar nichts. Der war in der Base, was hat er sich denn geholt? Was hat er denn? Ach, der hat schon das erste, der hat schon Stalker's Blade. Okay, der hat schon den ersten Part. So, Toplane hat sogar fast eingeholt vom Farm her, aber ich würde sagen, die Toplane dominiert wirklich vom Farm her auch. Ja. Ja, ob das so bleibt, ist halt noch die Frage, ne? So. Was passiert da? Auf der Botlane fällt sogar fast, glaube ich, fürs Blatt. Ein Supporter. Was ist da los? Und Sejuani springt auch rüber. Ui. Bitte, wie sieht's da aus? Da ist momentan noch ruhig. Ah, ich will's nicht riskieren. Und erstes Blut ist gefallen. Auf der Toplane. Er hat es doch geschafft. Habe ich doch gesagt, spätestens auf Stufe 6 wird Irelia gegen. Und dafür ist Annie gestorben. Gegen Orianna. So. Egal, wenn Irelia gefeedet ist, dann wird das böse. Das stimmt wohl. Deswegen, jetzt kann Irelia das natürlich schön ausnutzen auf der Top-Lane. Ja, könnte theoretisch schon mal ein bisschen den Tower ankratzen. Wir haben Sejuani, die gerade wieder den Blue macht. Also Orianna den zweiten Blue, oder? Ja, sie macht ihn. Ah, okay, der. Lehnen zu lassen wäre auch dumm. Der Gegner, also der blaue Jungler lässt natürlich jetzt die Midlane nicht in Ruhe, das heißt, der pusht da raus. Ja, das ist eigentlich nicht so gut für Annie. Wobei, mit etwas Glück. Mit das Glück kriegt. Ach cool, wir sehen sogar unter Annie die Leiste für. Ja, die sehen alles soweit. Das ist cool, das. So, also wie gesagt, Botlane dominiert, würde ich mal so behaupten. Ja, die dominiert sowas von. Wir haben noch einen Co-Kommentator im Twitch-Chat.
Okay. Und Oh, boi, nice. scheiße, scheiße. Ja, jetzt muss er weg, jetzt muss er weg. Ja. Kommt, da Was? kommt er auch. Wie ist der Giovanni da nur? Ob die den kriegen, ob die von oben kommt jetzt noch die Mitte nach. Das ist der Tod. Ja, das Ja, schafft er nicht. nee, da ist er Das tot. schafft er nicht. Schade. Gut. Wer hat den Kill bekommen? Orianna den anderen Kill hat bekommen. Art Nice! hat den anderen Kill bekommen. Ja, egal, Ja, davon Annie hat einen Kill. ist der Giovanni geholt. So, hier könnte man jetzt Top noch den, 0, die geflogen den und wird Imbusschlag. wahrscheinlich den Nuke treffen oder auch nicht. Momentan steht es 3-3, Gold, Blau Ja. mit einem leichten Goldvorteil. Wards. Wir haben Team Blau hat ein Ward hier am Dragon. Ja, das ist Standard, das ist Pflicht. Team Red Ja, hat da dafür Team. ja Ja. nur einen Busch, einen Ward-Busch. Team Blau hat sogar noch zwei weitere Wards oben. Annie hat noch ihren Bärchen draußen. Wie süß. Ja, das Lustige ist, wenn Annie stirbt und der Bär draußen ist, dann geht der Enrage. Ja, dann haut der einfach auf irgendwas drauf. Ist total behindert. Und ich will mal kurz raus haben, bin bei mir eigentlich immer noch die Game-Aufnahme auf. Ich weiß es nicht, es hängt momentan bei mir. Ich werde es ja gleich sehen. Das wäre jetzt lustig. Also bei mir läuft noch. Meine Game-Aufnahme. Ach so. Ah, das läuft durch. Auch wenn Ja, das bei das dir mal hängt oder so. ja. So, Timo Oh, ist wieder auf der oh. Top Lane. Da wird gefistet. Komm, Ult Da raus. wird Timo gefistet. setzt ein Bild. Ja, ist das so. Und Timo kommt weg mit noch ein paar hundert Leben. Alter Schwede. Ja, wie sieht's auf der Botlane aus? Wie gesagt, Botlane, ja, Botlane wird dominieren. Guck dir den Farmunterschied an von fast 80, von fast 40. Was 80. Boah, ich hab Hunger, Alter. Das wäre Ich schon hab fast irgendwie Hunger. Hunger zu bekommen. Ja, und mit. Oh, mit Robin, seit wann haben wir Jungle zusammen geht's jetzt wahrscheinlich Strange, ab. sagt er. Ich weiß noch nicht mal, wie dieser Tai Chi ist. Das ist Gabe. Hier von Naruto Online damals. Gabriel. Ach Der so. hieß. Oh, wie hieß der nochmal in-game? Ich weiß es nicht. Das ist der, mit dem ich immer diskutiere. Ach Über so. jeden Scheiß. So. Oh, Mitte könnte vielleicht Wer was bin ich geben. denn? Oder? Ja, Nee. Mitte wird gegankt, Aber nee. aber es passiert nichts, Top alles klar. Lane, Top Lane, Top Lane. Passiert auch nichts. Bot Lane, ja, geht weg. Das ist wirklich gerade auf Farm konzentriert. Ja, Ja, guck dir so den besser so. Farmunterschied an, 99 zu 50. Nein, was macht er nicht auf Ward? Den S-Ray zu holen, das schaffen die nicht. Dafür macht die Caitlyn noch zu wenig Schaden. Und da kam Boah. die Ulti von Bart geflogen, die nicht getroffen hat. Wunderbar. Wäre richtig dumm gewesen, da jetzt anzugreifen. Jushin, genau so hieß der bei Naruto. Stimmt. So, bei Nashor haben sie den Fluss, keine Ahnung, wie der heißt. Gewordet, Team Rot, genau. Ja, überall liegen schon auf der Top-Lane Pilze rum. So, Annie portet sich back und oh. Da wird was auf der Botlane passieren, da wird was auf der Botlane Ja. passieren. Welches Team dominiert da jetzt? Okay, Team Rot ist zu dritt. Oh, Toplane auch, Toplane und Timo tot, zurück auf die Botlane. Hab ich gar nicht Alter drauf Schwede. geachtet, dass auf der Toplane was passiert ist. Regiekamera. Wie kannst du die einstellen? wenn du halt selber was machst, einfach auf D drücken, dann bist du wieder in der Regiekamera. Dann passiert alles von alleine. Oh. Der Alistar überlebt, Oh. Alistar überlebt, da Alles, hat die Ulti raus. ja, der ist schon. Er hat schon genug Leben und ist tanky genug. Holt Oh. ihn unter. Nee, das wäre. Ui. Und. Oh, Ist Kill. raus. Caitlyn kriegt den Kill. Schön. Oh, kommt vielleicht der nächste Kill noch? Oh, Und Annie! tschüss. Oh, und der Und Double bam. Kill. Dreifach Tötung. Und da Doppel kommt Tötung jetzt, für oh, Annie. und die wird jetzt auch noch sterben, die Und Orianna, wo gehe ich mal wartet von jetzt aus. noch? Ja. Orianna, sie könnte flashen, wenn sie hätte. Ja, sie hat Rage, aber springt direkt in die Irelia rein. Und Oh Gott, alles. und da ist sie Chill und tot. tschüss. Das Irelia war ein auch noch. schöner Trade. Alter. 4 Kills für Team Blau und damit haben sie direkt den Goldvorsprung geholt mit Aber sowas 20.200 von. zu Eieiei. 16.500. Ja, 300.000 Punkte, alter Schwede. 3.500 Punkte, falsches Spiel, 300.000 Zwei Kosten. Ults für ein Sub, so Bronze, sagt der nur. Ey, die haben sich 4 Leute geholt, das ist doch scheißegal. Ja, und jetzt machen sie auch noch den Drake, den Winddrachen. Ja, sie kriegen mehr Movement Speed außerhalb des Kampfes. Und da kommt der Bart, der in 3, Das kann doch schon 2, viel entscheiden. 1 abhauen wird. So, ich mach mich mal Oh, ein da kleines hat der bisschen Lee Sin leiser. seine Ich bin Q hier voll am verfehlt. Rauspieken. Nice! Zumindest sah das gerade so aus. Hast du das gerade auch gesehen? Die Caitlyn ist abgehoben.
Die ist abgehoben. Ja, die ist so ein bisschen nach oben. Caitlin ist schon ein wenig abgehoben, hast du recht. Nein, die ist ein bisschen nach oben geflogen auf einmal. Und da das steht. Das habe ich gerade nicht, ich war da Lautstärke. Oh, ach, achso, die haben einen Rake. So, Ron dann kommentiert merkwürdig, sagt Tenchi. Ja, und lass mich doch. Mensch, Tobi. Ich bin heute schon den ganzen Tag irgendwie so verpeilt. Ich hab ja alles. Oh, Toplane wird wahrscheinlich der Tower geholt. Na, der wird nicht. Das schafft er nicht. Ist er sicher, da sind ja schon noch am Weg wieder. Ja, stimmt. Klar, ja, aber ich weiß, glaub nicht, dass der genug Damage macht da. Nee. Ich finde das mal lustig mit der Directed-Kamera manchmal so puff puff. Ja, der springt immer, der sucht halt immer, wo es gerade am interessantesten. Und manchmal kann er sich nicht entscheiden, welcher ja Tower da gerade lustiger ist. So, aber wie gesagt, Botlane hat gewonnen. 2-1-3, die Caitlyn mit einem Farm von 126, so. Ezreal mit 0-2-1 und 62er Farm und ja, der Teemo stirbt und oh, da ist er tot und Irelia ist auf dem Killing. Und Irelia ist auf dem Killing Spree. Alistar kriegt den Sub. Ja, Killing Spree, genau. Ja. Und jetzt wird wahrscheinlich noch die Mitte gekillt. Oder? Ja. Aber man muss sich das immer geben. Ich meine, Orianna wird wahrscheinlich auch. Ja, Orianna ist auch tot. Wir haben oben einen AP-Teemo. Der sich. Was holt denn der sich? Mit dem Armschutz kannst du nur Sonjas holen, ne? Ich mein schon. Der will sie aber wahrscheinlich auch gleich noch Neshos Zahn holen, so wie es aussieht. Die Pink im Busch. Wir haben halt seit, weiß ich nicht, 5 Minuten da im Pinkboard stehen. Wo? Im River? Ja. Oder meinst du oben auf der Toplane? Oben auf der Toplane ist doch kein Pink. Doch, das ist ein Pinkboard. Ja, okay, für Team Blau. Aber wir haben halt im Fluss für Team Rot. Also beide. Ja. Oh, also ich muss sagen, auf der Lane ist es ein bisschen schwer, ne, für Teemo, den gegen die Irelia wegzumachen. Ja, ich hab's auch gesagt, Irelia wird gegen Teemo gewinnen, das ist so. Ja. So, pass auf, die springt wahrscheinlich, oder? Nee. Ja, wahrscheinlich, weil Sejuani noch Toplane. Ach, du bist Toplane, ich sag das doch. Achso, Botlane passiert auch was. Ja, weil da die Sejuani noch rumrannt unter Teemo und das Game has been paused. Ja. Okay. Midlaner TS. Was passiert da? Okay. Gut. Weiter geht's. Was? Und wieder Pause. Ach, die holen anscheinend jemanden, Teamspeak. Ja. Deren Midlaner anscheinend. Anscheinend. Einer ist aus TS. Ey, was haben die für Probleme? Er spielt bei einem das Spiel ab, jetzt ist einer aus dem Teamspeak geflogen. Ich glaube nicht. Man kann ja nicht aus dem Teamspeak fliegen, sobald du ja. Sobald du wieder Internet hast oder wieder da bist, außer du hast halt auf das Kreuz geklickt, aber du bist ja ingame. Du wirst automatisch reconnected in der Regel. Ich finde das cool, guck mal unten auf die Anzeige von dem, von Alistar, die Stiefel der Beweglichkeit, wie die immer. Ey, der hat schon 10 Assists, what the fuck? Ich hol mir gerade was zu fressen, ne? Ich hol mir was zu trinken. Ach, ey. Die sind sich gerade darüber alle schon am Aufregen, wunderbar. Und da geht es weiter. Oh, Mitte, könnte was passieren. Botlane. Und da ist der Ezreal tot. Und der Tower wird wahrscheinlich auch noch fallen. Oh, toll, jetzt habe ich einen Kill verpasst. Ja, und der Tower fällt auch noch auf der Botlane. Ja, und der Tower ist dead. Keine Ahnung. Ja, jetzt ist er. Und da ist auch die Bart-Ulti raus. Toplane könnte auch was passieren. Ja. Wahrscheinlich will die sich runter. Die will wahrscheinlich. Ja, die verletzt sich runter. Poken, charge den gleich an und stunt den. Ich mach von aus. Oder sie killt ihn einfach so. Und, oh, mit passiert auch was. Und. Ja, tschüss, ja. Orianna. Ja. Jetzt könnte man gut die Mitte pushen. Ja, werden sie wahrscheinlich auch machen. Moment, wann ist Drake ab? Sehe ich das sogar hier mit Top? Nee, schade, sehe ich leider nicht, wann die ab sind. Ja, der Mid Tower geht. Der ja. Oh, uns. Da kommt noch Bart und. Seju. Könnte jetzt eventuell Probleme bereiten. Ja, und da würde ich sagen, ist Caitlyn. Nee, Caitlyn überlebt! Und Bart wird vielleicht sogar sterben. Oh, Bart ist sogar gestorben. Ja, da kommt jetzt noch die Caitlyn von hinten mit Lee Sin. Irgendwie habe ich gerade das dumpfe Gefühl, dieser Lee Sin ist auch so ein bisschen Brain AFK. Okay! Das war ein schönes Kombospiel, muss man ehrlich zugeben. Aber jetzt sollten sie rennen, der Ezreal kommt. Ja. Nicht nur der Ezreal, auch die Orianna. Und Kamera hat halt immer noch den Fokus auf dem Tower, so. Hä?
Welcher Turret wurde noch zerstört von Red Team? Oder, hä? Der Pink wurde geklärt, erst glücklich. Der Pink wurde geklärt, okay. Und da ist der nächste Pink weg. Aber welcher Turret wurde... Hä? Haben die den mit Turret gar nicht gemacht gehabt? Doch, den ersten. Ja, aber das kam voll spät irgendwie, dass der Turret zerstört worden ist. Bei mir. Okay. Oh, jetzt sind sie angeblich am Verlieren, das rote Team, weil sie nicht ihre Main-Position spielen. Mhm. Dabei haben die ziemlich gut gestartet. Aber sobald dann die ganzen Ults da sind, ne? Ich meine, so eine Irelia-Ult. Ja. Das ist das, was ich meine, wie gesagt. Ich habe das selber schon mal gehabt mit Irelia gegen Teemo. Am Anfang hatte ich meine Probleme. Dann wurde Stufe 5. Stufe 6. Ja. So, Mitte wird wahrscheinlich. Ah, Mitte sind 4 Leute, wird hart gedefft, aber. Ich würde sagen, der Bart stirbt jetzt wieder. Okay, ja. zuerst stirbt die Orianna. Bam. Weiter geht's. Ah, da ist. Sejuani, ja. Annie und. Na egal, da wird jetzt Sejuani sterben und auch noch der Bart und der Esriel. Scheiße da weg. Ja. Hilfe. Und tschüss. Oh, der, es wird ein Triple. Gute Nacht. Ja. Dreifach Tötung für Caitlyn, so macht man das. Genau. Caitlyn steht jetzt 7-1-7 mit 160er Farm. Ja, ich würde sagen, das Spiel ist eindeutig für Team Blau gewonnen. Ja, das ist gelaufen für Team Rot. Da ist der nächste Turret down, wahrscheinlich pushen die jetzt noch weiter. Oh, legen Lee Sin und Irelia eine zu Null Runde vielleicht sogar hin. Ja, Toplane, Irelia gegen Teemo. Ja, ja, ja. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Ja, er hat sich versteckt, aber sie hat ihn gesehen, oder was war das? Ja, gerade? Wegen dem Pinkboard. Ach so. Ah, wie dumm. Ja, jetzt wird aber auf diesen Pinkboard hingewiesen, da oben im Busch. Und was passiert da in der Mitte? Momentan nichts. Da fliegen nur ein paar Geister umher. Ah, die haben deren... Okay, der gegnerische Blue wurde von Blue geklärt. Die machen anscheinend jetzt noch den Drake. Ja, lohnt sich ja. Die sind weit im Vorteil. Wenn die da zu dritt stehen, der Gegner kommt zu viert, können die trotzdem gewinnen. Oh, der Rift Terror wurde gemacht. Wer hat den denn gekillt jetzt? Hä? Was? Keine Ahnung, da stand einfach nur diese... A Minion Rift Herald has slain the Rift Herald. Und da stirbt der Bart jetzt auf der Top-Lane. Ja, weil der Nashor kommt. Stimmt. Und der Bart wird sterben in 3, 2, 1. Ja, was hat die Irelia denn? Ja, die hat schon Trinity, vergiss das nicht. Und der Top-Tower fällt auch noch. Und da wird trotzdem noch mehr passieren, so wie es aussieht. Ja. Oder? Nee, die hauen ab. Nee, der Teemo wird sterben und BAM! Bam, 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 bam. Oh, überlebt er so knapp. Oder, oder auch nicht! Und sein Tower. Mein ja. Gott. Der Alistar tankt aber auch alles weg. Oh, die haben aufgegeben. GG, die haben aufgegeben. Ja. Und die sagen BG. Ganz klarer Win für Team Blau. Ja. Mal sagen, dann. Stoppe ich jetzt mal die Aufnahme auch.